Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Muss gerade mal kurz was nachgucken. Okay, das ist richtig eingestellt. Boom, dann geht's hier weiter. Ist ein bisschen ja, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich weiß, ich sag das fast jedes Mal. Aber es war jetzt ein bisschen Chaos. Uni hat wieder angefangen. Der Discord ist jetzt effektiver. By the way, schaut mit Discord vorbei. Wir warten zum lilanen Dings. Ja, okay, wir können hier nicht mal irgendwie mit dem Gleiter lang, oder? Ja. Das lohnt sich eher nicht. Es ist praktisch, dass wir dieses Pferd tippen können. I swear you. Ja, holen wir uns jetzt auch trotzdem mal das wesentlich schnellere Pferd. Epona! Pferd abholen. Epona. Das große Pferd. Das habe ich Thomas genannt. Ja, bitte, ich möchte Epona mitnehmen. Bumm. Ja. Wir tauschen uns ein bisschen durch. Ja. Man merkt schon, Epona ist slightly schneller. Noch mehr Ruinen. Ich weiß nicht mehr, warum wir dahin wollten zu dem Ding, aber wir wollten das. Also machen wir das einfach mal. Der Rest wird mir dann schon einfallen irgendwie. Ah, ja, für den. Huch, falschen Knopf gedrückt. Wir suchen, das Ding. Links der Innenraum von dem Foto. Oh, guck mal. Das ist doch. Da haben wir noch irgendwas Feuriges dabei, oder? Die Einschiene wegbrennen. Weg ist er. Egal. Ein bisschen Loot haben wir wenigstens bekommen. Hier war das, glaube ich, von den Zähnen der Bereich, richtig? Nee, aber wir haben einen Krog gefunden, garantiert. Bis 100 pro Krog. Ui, du hast mich entdeckt!
Tschüssi. So. Maxi-Trüffel nehme ich doch mal mit. So. Reiten wir nach hier vorne. Ich glaube nämlich... Da könnte das gewesen sein. Das Ding noch mal an. Können wir Schloss Hyrule sehen? Und dann... das Ding... Suchen ja jetzt gerade dich. Ha. Also der Fluss, das Schloss und das ist Plains mit Blumen, alles klar. Geht's mal dahin. Das könnte auch dahin sein. Ich markiere das einfach alles mal. Aber ich glaube eher, dass es die blaue Stelle ist. Also ab geht's Richtung blaue Stelle. Ja. Genau. Das wird sich jetzt hoffentlich die Tage mit der Uni alles einpendeln. Huch. Ich war auf A gedrückt. Warum auch unbedingt da runtergesprungen ist. Das hier sieht aus wie, wie Plains mit Blumen. Ich glaube, ich hab's. Da ist ein großer Baum. In der Mitte vom Novo. Ich glaube, ich hab's. Nice. Das sieht gut aus. Da ist sogar der Busch, der aus irgendwelchen Gründen 100 Jahre später noch steht. Ja, hier ist es. Guckt. Wir haben's gefunden. Boom. Und ey, guck mal, perfekt habe ich denn bitte die blaue Markierung gesetzt. Hier. Und hier, noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten,
und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht... Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Iss schon! Ich muss dabei lachen. Boom, und da haben wir uns eine Art. Aber ja, wo wir gerade dabei sind. Amiibos. Zelda Amiibo. Ein Königsschild mit Haltbarkeit Plus. Oh, guck mal. Oh, kein Wunder, dass Ebona abhaut. Dann schalten wir mal kurz zum Bombenmodul um. Warten, bis die Vögel wiederkommen. Eigentlich nur die Link und die selber an, so erstmal. Weil für alles andere ist der Bereich hier ein bisschen zu unsafe. Immerhin 5 Bombenpfeiler. Außerdem komme ich an die anderen gerade nicht so gut ran. Okay, ich habe auch schon erkannt, das nächste Foto wäre das hier. Die große Brücke habe ich erkannt. Das ist die Heilige Brücke. Und deswegen jetzt, ich würde sagen, das Plateau ist im Hintergrund zu sehen. Da ist das Plateau zu sehen. Also ist das hier irgendwo, denke ich mal. Weil das hier, der Heiliger Berg, ist zu sehen im Hintergrund. Also ja. Boom. Da ist das irgendwo. Also müssen wir jetzt erstmal in die Richtung. Oder besser gesagt, wir müssen zum Stall zurück. Grüne Markierung und den Ebona abliefern. Und da kein Stein in der Nähe ist, müssen wir Ebona gegen Princess austauschen. Welche man übrigens gerade in Erinnerung im Hintergrund sehen konnte. Die Vorfahren. Und ja, genau wegen solcher kleinen Details ist dieses Spiel einfach. Come on, wir schaffen das, Ebona. Genau, ist vielleicht nicht so spannend, der Part hier heute, aber... Naja. Ja, dauert ja eh noch ein bisschen, hier bis wir anfangen. Sie ist
19.15 Uhr sowas rum. Das ist erst in einer Stunde ungefähr. Passt schon. Okay, kann ich auch nachher gleich noch Pokémon und Wetter aufnehmen. Princess. Ich möchte Princess ja. Princess und Epona, die beiden besten Pferde im Spiel übrigens. Ah. Ja. Ja, der gibt Symptoms, deswegen lese ich die noch nicht mehr vor. Und ja. Ganz ehrlich zu sein, ich habe aber schon echt viel geredet und muss gleich noch mehr reden, also. Nerv nicht, Discord, ja, ich weiß, dass ich im Streamer-Modus bin. OBS ist auf, ich nehme auf. Die Ladezeiten doch für mich gut überbrücken können. So, und das Pferd noch nicht. Wir müssen erstmal einen kurzen Weg hier oben mal auffinden. Das ist ja und hier mit dem Pferd durch die Gänge zu latschen. Dieses Teleportieren für das Pferd ist so praktisch. Jetzt tatsächlich. Ah ja, doch, das geht mir zum Blauen hin. Bin ich mir jetzt inzwischen sicher, nachdem ich das hier nochmal gesehen habe. Das sind drei Bäume in der Reihenfolge. Einfach so mitten in der Pampa. Das hat irgendwas mit dem Krog zu tun, ich schwöre dir. Kleiner Teich. Das Spiel ist so schön, ey. Ich freue mich so auf Breath of the Wild 2. Und hoffentlich eine Nintendo Switch DX oder irgendwie sowas. Oder eine Nintendo Switch Pro oder irgendwie so. Irgendwie sowas. Es geht sogar, glaube ich, noch ein Stück weiter. Als das Blaue. Ich habe schon eine Idee, was sein könnte. Ich werde es bei Vigilant sind erstmal instant das Blau wegmachen. Genau. Kann sein, dass es die Tage auch noch ein bisschen mehr Fortnite-Content gibt. Weil, naja, Calipat und ich jetzt beide Fortnite für den PC haben. Und wir das also dementsprechend zusammen spielen können am PC. Und ich muss einfach zugeben, es sieht so viel besser am PC aus als auf der Switch. Was aber auch zu erwarten war bei dem Unterschied der Leistung, die die da bringen können. Weswegen ich mich jetzt so megamäßig über eine Switch Pro freuen würde.
Es gibt so viele schöne Switch-Spieler, die dadurch einfach nochmal... So, okay. Das muss hier irgendwo sein. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüssi. So. Ja, es ist so, heute explodiert gerade alles. Ja, genau. Es gab jetzt schon die ersten paar Aufgaben für das digitale Semester an der Uni und ich bei koinzidentlich sagen und ja, zufällig fällt das noch mit ganz anderen Schnickschnack zusammen, der hier gerade bei mir passiert. Also bisher sehr interessanter Tag gewesen. Die Nerven. Das ist weiter weg, das ist mehr im Hintergrund zu sehen. Ah, das ist wieder ein Krog, glaube ich. Das ist dummer. Der ja, Dorfruinen. Immerhin ein Opal. So. Okay, ich guck mir das nochmal an. Das ist ein Felsen, zwei Statuen und ein Baum. Und das geht noch viel mehr in die Richtung da. Viel, viel mehr. Ich will das Debatte-Ding jetzt finden. Ich muss auf den Winkel achten, wie man das Tor sieht. Das ist super wichtig dafür. Da ist es. Ist es. Kann ich bei denen zufällig zur Göttin beten? Schade. Also, los geht's. Thank you.
Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... Was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Kennen wir auch schon aus Zeldas Tagebuch. Den Abschnitt. Sehr interessant. Warum? Wait, wir haben jetzt alle eingesammelt, außer das Ding, was einfach wirklich irgendwo mitten im Wald ist. Wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie wir das finden sollen. Wohl. Das nächste Mal. Es muss ja irgendwo ein Wald sein. Davon gibt es ja auch nicht allzu viel. Das muss ja ein richtig dichter Wald sein, der nicht so viel Seen hat. Das ist also nicht der Wald hier. Außerdem. Muss ein Pfad durch den Wald führen und den müssten wir ja sehen können. Richtig, richtig. Ich schätze, das könnte der Wald sein. Es könnte auch dieser Wald sein. Es könnte auch der Wald bei Kakariko sein. Der hat hier ja auch so einen Path. Es könnte auch, denke ich mal, der Wald sein. So. Machen wir uns direkt auf, um den hier im Kakariko abzuchecken. Und dann würde ich aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.